Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich vor allem auch, und das möchte ich gerne mal sagen, dass ihr immer noch dabei seid. Denn das ist schon die 65. Folge und es sind immer noch sehr viele von euch interessiert daran, wie es hier mit unserer Kolonie weitergeht. Dafür ein ganz, ganz besonders dickes Dankeschön an euch. So. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir weitermachen. Forschung läuft gut, wir schauen jetzt nochmal rein. Es müssten gerade, ja, Abwasser aufbereitet. Ich wollte Whirlpool sagen, ich bin ja ehrlich. Also der Whirlpool kommt danach. Die Abwasseraufbereitung ist aber fast fertig, dann der Whirlpool. Und dann geht's mit dem Raumflug endlich los. Dann werden wir anfangen, die ersten Teile hier zu planen. Vorher müssen wir noch, ja, Plastahl finden. Plastahl wird viel gebraucht. Hier haben wir leider nur Stahl gefunden. Vielleicht haben wir hier ja Glück. Kann Keldor das Ding nicht auch versetzen? Nee, Arbeiten an Tiefenbohrungen erfolgt bereits. Dann müsste eigentlich einer auf dem Weg sein. Aber die schlafen noch alle. Oh, jetzt hat er es selber gerade gemacht. Sehr schön. Und hier ist auch Stahl. Dann können wir direkt weiter verschieben. Also 19. Wir haben gesagt, wir gucken erst in der Basis. Da oben haben wir geguckt, hier haben wir geguckt, dort haben wir geguckt. Das hier wird mit Sicherheit Uran oder sowas sein. Und da ist auch noch ein winziges Fältchen von irgendwas. Ein Hauch von nichts. Wie man so schön sagt. Ich würde sagen, wir gehen von links nach rechts vor, damit ich nichts auslasse. Fangen wir mal mit diesem kleinen Mini-Vorkommen da an. Keine Ahnung, was das sein wird. Ich tippe so auf Uran. Uran. Oder Gold. Plastahlfelder sind etwas größer normalerweise. Die haben eigentlich so diese Größe oder diese. Ja, obwohl, das hier, das wäre auch so Plastahl von der Größe her eigentlich. Aber man weiß es nie genau. So, unsere beiden Spas werden langsam eingerichtet. Ich habe gesagt, ich mache die Farben noch, aber es ist nicht fertig gebaut und ich wollte jetzt nicht wieder vorspielen. Von daher machen wir es zusammen. Sonnenfinsternis. Kein Strom aus Solarkollektoren. So, fast fertig. Können auf jeden Fall schon mal Lampen platzieren. Und eigentlich hätte ich ja gesagt, im Spa gedämpftes Licht, aber so richtig gedämpftes Licht haben wir hier ja gar nicht. Gibt es nicht, von daher nehmen wir uns einfach ja, vielleicht aus der Rimkea-Mod-Mod. Ich schau mal. Wir haben hier die Shinebright-Lampen. Die sehen aber auch nicht wirklich gut aus. Nee. Nee, die gefallen mir nicht. Dann werden es wohl eher hier Fackeln wären natürlich total super, ne? Aber da musst du ständig Holz reinschmeißen. Aber Fackeln hätten schon was. Aber dann müsste man noch einen Holzboden machen. So ein rustikales mit Mittelalter-Dampfbad. Oh, das. Oh, Leute, da fällt mir. Das ist doch gar keine schlechte Idee, oder? Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, ich möchte das machen. Ich werde mal 4 Fackeln hinstellen, also aus Spaß. Wir machen erstmal nur einen. Abwasseraufbereitung ist fertig. Können wir direkt bauen, das Klärdings. Klärwerk. Hier rein. Da ist es. So, Riesenbecken, habe ich schon gesagt. Und es passt Gott sei Dank hier rein. Dann, na, hier wird es auch gut aussehen. Aber ich baue es da oben hin. Ist okay. So, und den Wassertank dann vielleicht hier in die Mitte. So. Natürlich mit. Oh, das ging aber schnell. Da ist jetzt gar kein Rohr dran. So schnell waren wir nicht. Dann machen wir ein Rohr hier und ein Rohr hier für den zweiten Wassertank, der dann eventuell mal kommt. Und eigentlich will ich die dann direkt nebeneinander stellen. So. Okay. Da ist das Rohr. Jetzt ist alles wieder gut. 50.000 Liter Wasser. Kostet ja nochmal 200 Stahl. Komm. Bauen wir den zweiten direkt daneben. Durch die Abwasserbehandlung brauchen wir dann die Wasseraufbereitungsanlage nicht mehr. Denn das übernimmt dann hier das komplette Klärwerk. Und die Bauteile schwinden nur so dahin. Wir haben nur noch 34. Können uns natürlich auch selber welche herstellen. 12 Stahl ist jetzt nicht so viel. Pass mal auf. Wir machen das. Und zwar immer, bis wir 100 haben. Dann wird pausiert. Und weiter geht's bei 45. Okay. Das kommt ganz nach oben. Hm.
Aber schauen wir mal. Und hier wird schon das erste Bauteil hergestellt. So. Psychische Beruhigung für unsere männlichen Kolonisten. Eine Aurora für strahlenden Himmel und seltene Thrombos. Da gucken wir mal, wie viele das sind. Nur eins. Wir werden es nicht angreifen. So, das Klärbecken ist fertig. Behandelt 500 Liter pro Tag. Nicht ablaufen lassen. Moment. Moment. Einen Moment einmal. Ach ja, tut mir leid, das ist die Abwasserbehandlung. Hier reinigen wir das Abwasser. Das heißt, wir können uns dieses Ding hier jetzt sparen. Das brauchen wir nicht mehr. Theoretisch. Man könnte aber doch, also wenn... Das Abwasser, was wir jetzt haben, ist sauber. Ne, durch diese Abwasserbehandlung. Wir können hier testen. Und auch einstellen, dass nicht abgelaufen lassen werden soll. Das machen wir auch so. Das machen wir auch so. 500 Liter pro Tag werden jetzt geklärt. Abwasser. Abwasserbehandlung. Nicht Wasseraufbereitung. Da habe ich mich vertan. Beziehungsweise habe ich nicht richtig drüber nachgedacht. Das Ding ist eigentlich überflüssig. Wir lassen es da. Da dürfte aber jetzt eigentlich nichts mehr rauskommen. So, eine Vorratskapsel. Mit Fleisch. Vogelfleisch. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Das muss aber schnell gemacht werden. Deswegen würde ich sagen, na, da kommen schon die Ersten. Ja, sehr gut. Oh ja, Kuzia packt alles ein. Sehr gut. Sehr gut. So. Ja, bis der voll ist, wird es eine Weile dauern. Aber es läuft ganz gut. Durch die Abwasserbehandlung haben wir noch was Neues dazu gekommen. Ich habe jetzt bekommen, ich schaue gerade mal. Ich meine, dass nur dieses Ding dabei war. Ja. Sonst nichts Neues für mich zu sehen jetzt auf den ersten Blick und auf den zweiten auch nicht. Okay, dann kommen jetzt die Spas. Und die sind auch schon fast fertig erforscht. 2000 Punkte, ne? Das ist für unsere Forschungsleistung ein Klacks. Das könnte sogar noch schneller gehen. Alles gut. So, da ist jetzt der Spa. Jetzt muss hier aber ein Holzboden rein, ne? Das ist ganz klar. Wir haben in der Rimkea-Mod diesen rustikalen Boden, der ist für mich perfekt. Ich würde den dann vielleicht noch ein bisschen färben. So, Darkwood Planks. Ja, oder auch diese Steindinger, ne? Sind auch nicht verkehrt. Aber ich nehm jetzt den Holzboden. Ne? Das ist so, so Schiffsplanken, sag ich mal. Die sind auch behandelt. Das ist dann nicht schlimm, wenn da mal ein bisschen was von dem Wasser überschwappt und so, da sind Rillen zwischen, darunter wird das alles abgeführt, selbstverständlich, hochmodern. Das müssen wir jetzt erstmal bauen. Ich mache einen Raum fertig, wenn es uns gefällt, übernehme ich es auf den zweiten, sonst gehen wir vielleicht wieder zu was anderem. Aber hier so ein fackelbeschienener Raum, das ist einfach wunderbar. Die halten ja 8 Tage ungefähr. Das kriegen unsere Leute wohl hin und Holz genug haben wir dafür auch. Wir haben ja inzwischen ja, 2600 Einheiten. Und ich bin nochmal an die Kakaobäume erinnert worden, dass ich die ja bauen wollte. Aber ehrlich gesagt... Können das mal machen. So, wir können das mal machen. Kakaobaum. Jetzt werden die alle gefällt. Das gibt uns natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Holz. Und es kommen Kakaobäume dahin. Besucher. Miabro vom Steilhang. Nur einer.
Marai Rono Kura. Ruf 93. Schauen wir uns den mal an. Ein Krieger. Das sieht man auch. Aber auch gut, im Bergbau machen wir nicht mehr so viel. Geistige Arbeit haben wir genug. Brauchen wir nicht. Aber trotzdem, willkommen natürlich. Soll sich ausruhen, bevor er dann weiterzieht. Ich bin nicht sicher, ob die sofort gefällt werden oder ob die... ob das bei den Bäumen so gemacht wird, dass das erst gemacht wird, wenn die ausgewachsen sind. Oh, die Whirlpools sind fertig. Das ist sehr schön. Dann können wir... Oh ja, der Holzboden ist auch schon da. Hier. Dringend weg damit. Wir haben hier was Wichtiges vor. Einmal zu Hygienemod. Hygiene etc. Hygiene. Ach, da unten. Whirlpool. Aus... Ja, mach aus Holz. Ist okay. So, wenn wir jetzt zwei Stück bauen. So und so. Dann kann man sich doch vorstellen, wie hier so zwei Grüppchen drin sitzen. So ein bisschen Laber-Laber machen. Oder? Ich glaube schon. Farbe werden wir nachträglich ändern. Erstmal wird er so aus Holzmaterial gebaut. Naja, und dann gucken wir mal nach dem Bohrer, damit wir den auch nochmal eben... Ja, da ist Uran drin. Habe ich hier schon an dem Brückchen gesehen. Uran brauchen wir auch. Wir bauen das ab, bis es leer ist. Und versetzen dann den Bohrer. Oh, wir haben kein Storage Space. Ja, das Lager ist voll. Das habe ich gerade auch schon gesehen, weil die Sachen hier aus der Tür herausliegen. Brauchen also jetzt spezielle Lager für bestimmte Dinge. Das heißt, wir erweitern unsere Kolonie erneut. Was ich eigentlich nicht mehr wollte. Aber gut, so ist das halt. Wir ziehen mal eine Wand aus Schiefer, Marmor. Oh, wir haben sehr viel Sandstein. Wir ziehen eine Mauer aus Sandstein hier entlang. Und hier. Ich baue hier einen Gang hinein, nach unten. Das ist ein weiterer großer Gang. Und hier werden sich dann diverse Lagerräume anschließen. Nach außen natürlich wieder doppelt gesichert. Nach innen werden wir die eine Wand hier abbauen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Das können wir jetzt auch schon machen. Wir sind ja trotzdem noch geschützt. Ja, ein Waffenhändler. Sollen wir den mal anfunken? Ich glaube, wir haben nichts im Lager liegen, was weg kann. Aber wir können auf jeden Fall Bauteile kaufen. Wie viele haben wir denn inzwischen? 28? Also es werden immer noch weniger, obwohl wir welche herstellen. Deswegen kaufen wir auf jeden Fall noch welche. Das Silber wird aber langsam weniger. Ich wäre ganz froh darüber, wenn er ein bisschen was annehmen würde. Moment, was haben wir denn hier? Eine automatische Schrotflinte, die weg kann. Ja, das muss alles bleiben. Allerdings können wir auch ein Repetiergewehr mal verkaufen. Und ja, wir kaufen 10 Bauteile auf. Und das war's. Klamotten werden gar nicht mehr zwischengelagert. Da ist scheinbar... Es liegt hier alles rum. Das ist schlecht geworden, die Hose. Also Qualitätsstufe, deswegen wird die wahrscheinlich gar nicht erst eingelagert. Kann sein, dass wir hiervon noch einen zweiten brauchen, damit wir mit dem Bauteil, mit der Bauteilproduktion hinterherkommen. Ich habe mich verzählt.
ich habe mich verzählt. Drei breit natürlich. Und ich führe es nicht direkt darunter durch, weil das wäre wieder so komisch dann vom... Wir machen das jetzt so ein bisschen versetzt, das ist alles egal. So, da sind die Whirlpools, da kommt jetzt natürlich noch Wasser dran. Das ziehen wir uns, ich glaube... Wir könnten von hier runtergehen. Aber dann haben wir da noch ein Rohr liegen, deswegen ziehe ich es lieber hier entlang. Und dann hier einmal dort und einmal dort. Wobei Blödsinn, die Rohre werden ja unsichtbar unter den Steinkacheln. Das sind ja nur die, die Lüftungsleitung, nicht die Stromkabel, die hier, ne? So, die Stromkabel sind hier sichtbar. Das andere liegt verborgen. Piratenhändler. Keldor. Und ja, ganz klar, die Bauteile sind zwar nur 8, aber die werden wir kaufen. Wir verkaufen nicht, wie es aussieht. Genauso ist es. So, wie ist es im Wald? Ist noch nichts gemacht worden. Auch dieses Lager ist voll. Ja, wir haben zu viel von allem gerade irgendwie. Wir müssen diese Felder mal... Wir dürfen diese Felder nicht mal einsehen, erstmal. So. Besuchergruppe von Raja, ja. Die sind noch nicht hoch genug wieder, um sie abzuwerben. Zone, Dach erstellen. Hier hätten wir jetzt gerne eins. Und hier ebenfalls. Okay. So, und schon wieder Schlafenszeit für unsere Leute. Keldo geht spazieren. Ha, das ganze Blut hier. Das sieht aus. So, bald ist das erste Spa fertig, das Damen-Spa, wie ich es nennen würde. Oh. Och nö, wir können das gar nicht machen. Weil keine Toilette drin ist, lässt sich kein Geschlecht festlegen. Das lässt sich nur anhand von Toiletten festlegen. Da muss ich erstmal gehen. Also, das ist ja blöd. Dann haben wir ein gemischtes Spa. Ach, wie blöd, ehrlich. Da machen wir hier auch noch ein Lager rein. Mal gucken. Für irgendwas anderes. Hier dann so die großen Sachen. Stahl. Holz. Stoff. Stoff ist definitiv ein großer Posten. Und was weiß ich, da machen wir hier die Schatzkammer verlagern. Die ist ja momentan hier. Macht aber auch nicht wirklich Sinn. Könnte hier das Spa einrichten, ne? ja, die Räume sind alle insgesamt ein bisschen zu groß, finde ich. Also, klar mussten wir hier erweitern. Inzwischen wird es auch wieder mit kleinerem Footprint gehen, wie man so schön sagt. Aber die Räume sind doch insgesamt alle ein bisschen groß. So, haben wir kein Holz mehr? Doch, haben wir noch. Aber genug zu tun. Die Mauern scheinen auch immer so ein bisschen priorisiert zu werden.
Oh, und wir haben ein Problem. Hier müsste mal schnell was aufgerissen werden, weil sonst bleiben unsere Leute hier nämlich gleich über Nacht und verhungern. So, was haben wir da? Flagstones aus Sandstein. Nein, wir haben ja hier die Slabs unter die Tür gelegt. So ist es besser. So, die Flex legen wir auch hier entlang. Und hier. Und einmal bis zum Ende. Dazwischen die Tiles. Und dann werden wir schon mal so ein bisschen einteilen. Ich würde sagen, lass das hier Holz sein. Dann haben wir hier Plastahl und hier Stahl. Ja, und die Stoffe können dann ja weiter oben bleiben. Das ist okay. Ist für mich okay. So. Türen. Wir kommen immer von hier, wir wollen die kürzesten Wege, also wäre die Tür hier, hier und hier. Das ist alles andere als symmetrisch, aber das ist mir egal. Ausnahmsweise mal. So, die Spas sind fertig und ich glaube, das Kutz hat sich gerade schon mal entspannt. Ja, sehr schön. Es geht doch. Alle sind zufrieden und glücklich, bis auf Templi. Da gucken wir mal, was den so stört. Er hat ein ansehnliches Schlafzimmer, dabei ist er eigentlich ein Asket. So, jetzt ist Templi. Jetzt müssen wir noch Templis Zimmer finden. Ob der überhaupt alleine ist in seinem Zimmer. Verdammt, ich habe ihn nicht. Das darf nicht wahr sein. Ich habe ihn nicht gefunden. Gotcho, Gertje, Shadow Kutzia, Keldorf, Felix, Black Knight, Doodlecake, Düna Askario, Maxidum, Humphreyd, LP. Nein, nicht schon wieder ein Käferbau. Oh, ich hasse es wirklich. Wo zur Hölle schläft Templi? Der hat gar kein Zimmer. Oder ich sehe hier was nicht, aber der hat scheinbar kein Zimmer. So, wo ist der Käferbau? Kann ja nur beim Bohrer sein, natürlich. Da wollen wir gleich mal unsere Leute alle aktivieren. Ich mache es einfach so. Und wir stellen uns hier hin als große Traube. Und wenn es da losgeht, dann geht es auch los. Gut, zuerst Nahkämpferin, die geht woanders hin. Ascarum geht woanders hin. Bronco geht woanders hin. Templi und Gotcho auch. So. Okay. Das war's. Zu tief gebohrt. Kann ja mal passieren. Verletzungen dürften minimal sein. Humphreyd, unser Opa, hat was abbekommen. Ja, das geht aber alles. Hier ein bisschen Bruch, linker Oberarmknochen, das kriegen wir alles wieder hin. Komm, leg dir mal ins Bett. Maxidum liegt auf jeden Fall. Schauen wir mal, was Maxidum hat. Ein Biss am rechten Bein. Und er blutet auch. Okay. Düna macht die Behandlung, sehr schön. Sonst sind alle unbeschadet rausgegangen aus der Nummer. So, Düna kann direkt bleiben und Humphreyd versorgen. Und dann ist das auch gut. So, hier schön mit Wasser, man sieht alles. Läuft doch. Okay. Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn die Kolonie, ja, hoffentlich nicht noch weiter wächst, aber wir dann langsam mit dem Raumschiff anfangen, denn die Grundlagen für den Raumflug
Die sind immerhin schon mal jetzt dran als aktive Forschung. Und dann kann es ja auch nicht mehr lange dauern, oder? Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Doc. Ciao.